Flammo-Show, da Donnerstag, der 10. März 2022. Viertes Kapitel. Kantonales Referendum. Artikel 65, obligatorisches Referendum. Verfassungsrevisionen sind den Stimmberechtigten obligatorisch zur Abstimmung zu unterbreiten. Artikel 66. Referendum für finanzielle Sanierungsmaßnahmen. Absatz 1. Das Gesetz kann vorsehen, dass Maßnahmen auf Gesetzesstufe im Rahmen von Maßnahmen zur finanziellen Sanierung den Stimmberechtigten obligatorisch zur Abstimmung unterbreitet werden. Absatz 2. Hat eine solche Maßnahme eine Senkung der Belastung zur Folge, so muss ihr in der Abstimmung eine Steuererhöhung mit gleichartiger Wirkung gegenübergestellt werden. Absatz 3. Jede Person, die sich an der Abstimmung beteiligt, muss eine Wahl treffen. Sie kann der vorgeschlagenen Alternative weder ein doppeltes Ja noch ein doppeltes Nein gegenüberstellen. Artikel 67. Fakultatives Referendum. Absatz 1. Gesetze sowie andere Erlasse des Großen Rates, die Ausgaben vorsehen, werden den Stimmberechtigten zur Abstimmung unterbreitet, wenn 2% der Stimmberechtigten das Referendum ergreifen. Absatz 2. Wenn 500 Stimmberechtigte das Referendum ergreifen, werden ebenfalls zur Abstimmung unterbreitet. A. Die Gesetze, die eine neue Steuer oder die Änderung des bestehenden Steuersatzes oder Steuerobjektes betreffen. B. Die Gesetze, die einschließlich der betreffenden Rechtsmittel eine Änderung der Gesetzgebung zum Wohnungswesen, zum Mieterschutz und zum Wohnraum beinhalten. Und Absatz 3. Die Gegenstände nach diesem Artikel werden den Stimmberechtigten ebenfalls zur Abstimmung unterbreitet, wenn der Große Rat mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen ohne die Stimmenhaltungen ohne die Stimmenhaltungen oder Stimmenthaltungen, das steht auf jeden Fall ohne die Stimmenthaltungen, aber mindestens n, nein, da steht ohne die Stimmenhaltungen, aber mindestens die Mehrheit der Mitglieder dies beschließt. Artikel 68, Frist. Absatz 1. Die Unterschriften für das Referendumsbegehren sind innerhalb 40 Tagen ab Veröffentlichung des Erlasses einzureichen. Absatz 2. Diese Frist wird vom 15. Juli bis und mit 15. August und vom 23. Dezember bis und mit 3. Januar unterbrochen. Artikel 69, Budget.
Gegen das jährliche Gesetz über die Ausgaben und Einnahmen als Ganzes kann kein Referendum ergriffen werden. Davon ausgenommen sind die besonderen Bestimmungen zur Einführung einer neuen Steuer oder zur Änderung des Steuersatzes oder des Steuerobjekts. Artikel 70 Dringlichkeitsklausel. Absatz 1. Gesetze, deren Inkrafttreten keinen Aufschub duldet, können durch Entscheid des Großen Rates mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ohne die Stimmenthaltungen, aber mindestens der Mehrheit der Mitglieder, dringlich erklärt werden. Sie treten sofort in Kraft. Absatz 2. Wird zu einem dringlich erklärten Gesetz das Referendum ergriffen, so tritt dieses ein Jahr nach seinem Inkrafttreten außer Kraft, wenn es nicht in dieser Frist von den Stimmberechtigten angenommen wird. Das hinfällig gewordene Gesetz kann nicht im Dringlichkeitsverfahren erneuert werden. Nachher geht es weiter mit dem 5. Kapitel, Kommunale Volksinitiative.